feel like I'm losing my mind. Oh, da seid ihr ja schon. Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei seid. Heute wollen wir einen falschen Hasen machen, beziehungsweise einen Hackbraten wollen wir machen. Jetzt ein bisschen aufgepimpt, nicht so klassisch, sondern wir machen den in einer Kastenform und außenrum machen wir Bacon. Ich bin schon dabei hier und kochen mir Eierhart. Und dann geht das nach dem Jingle sofort weiter. So, als erstes gebrauchen wir natürlich wie immer eine Zwiebel. Die werde ich jetzt kurz klein schneiden, dann kommt die in die Pfanne und wird schon mal angeröstet. Und ich vergesse, als erstes mache ich jetzt meinen Backofen Umluft 180 Grad an zum Vorheizen. Das dauert auch einen kleinen Moment und aber die Vorbereitung hier für unseren falschen Hasen ist auch schnell, sodass wir da halt nicht warten müssen, wenn das da gleich weitergeht. So, ich schneide mal eben schnell meine Zwiebel hier klein. Ich habe nur eine Zwiebel, die reicht aber völlig aus. Boah, dieses Holz ist so hart, das knallt immer so, wenn man da drauf schneidet. Oh, meine Eier sind jetzt auch fertig. Die Eier liegen da jetzt, werden gerade abgeschreckt. Ich habe die Brille schon abgenommen und ich tue jetzt hier meine Zwiebel in meine Pfanne und werde die mal kurz andünsten. Ich habe mir vorhin in meine Schale hier ein altes Brötchen getan. Das werde ich jetzt ausdrücken und dann kommt das hier wieder in meine Schüssel. Das Wasser tue ich natürlich gleich weg und dann können wir da gleich unser Hack auch mit zutun. Das Wasser muss schön raus. Ne, weil das verbessert uns das ganze Jahr. Gut ist natürlich immer, wenn man wirklich ein altes Brötchen hat und nicht irgendwas Neues, weil die neuen Brötchen, da geht das nicht immer ganz so gut. Aber das hier, das ist jetzt von gestern. Hat jedenfalls der Bäcker mir vorhin gesagt. Super, Brötchen liegt da schon mal drin. Ich habe mir 500 Gramm gemischtes Hack besorgt. Das tun wir da jetzt schön mit zu. Wunderbar. Dann tun wir uns da unsere angerösteten Zwiebeln mit hinein. Ich nehme immer gerne rote Zwiebeln. Man kann das genauso gut natürlich auch mit einer weißen machen. Das ist ja nun gar kein Problem. Ich finde aber das Aroma von den roten Zwiebeln einfach angenehmer. So. Wollen ja auch nichts verschwenden hier. Ich habe mir ein bisschen krause Petersilie besorgt. Die muss natürlich auch noch klein geschnitten werden, weil die wollen wir da auch noch mit hinein haben. Die krause Petersilie ist auch klein geschnitten. Die tun wir auch schön mit da hinein. Ein bisschen Senf. Ich bin ja so ein Liebhaber von Senf. Ich tue da jetzt einfach mal zwei schöne große Löffel extra scharfen, jetzt sind es drei geworden, extra scharfen Senf hinein. Ich finde, das gibt dem Ganzen immer so eine ganz besondere Note. Salzen tun wir das Ganze jetzt auch noch zusätzlich. Da muss natürlich richtig was rein. Das ist natürlich mit so einer Mühle immer so ein bisschen langwierig, aber auch das ist machbar. Dann kann man da noch Pfeffer hineintun. Das tue ich aber nicht, weil ich habe ein bisschen Sambal Oleg am Start und das tue ich da rein. Normalerweise habe ich ja immer kleine grüne oder rote Chilis, die habe ich momentan nicht, den muss ich erst wieder neu besorgen. Deshalb kommt da jetzt einfach ein bisschen Sambal Oleg dazu. Oh, jetzt haben wir das Sambal Oleg am Start. Einen großen Esslöffel Sambal Oleg tue ich da jetzt hinein. Jetzt habe ich das hier alles schön vermischt. Jetzt kommt die etwas aufwendigere Arbeit. Den weg. Den hin. Ich muss einmal meine kleine Backform zusammenbauen und dann muss ich die von innen mit dem Bacon belegen. Diese Form ist natürlich ganz geil. Man kann die so halt zusammenbauen. Ihr habt sie ja hier gerade liegen sehen. Da muss man nur so die Ecken zusammenpacken. Und dann ist das eine wunderschöne kleine Form. Für mich als Ein-Mann-Haushalt ist die natürlich genau richtig. Da kann man wunderbar mal eben drin so einen kleinen Bananenkuchen drin machen oder halt auch so einen Auflauf. Das ist, finde ich, eine gute Menge. Okay, wir nehmen uns jetzt den Bacon und legen mal eben schnell
die Form damit aus. So ein bisschen fisselig, aber man muss schon ein bisschen darauf achten, dass es schön gleichmäßig ist. Ich habe jetzt das hier schön ausgelegt. Jetzt nehme ich mir so ein bisschen was von meiner Farce und fülle das da rein. Aber nur so bis zur Hälfte hoch, weil dann haben wir ja noch unsere zwei Eier, die da auch rein sollen. Und dann füllen wir das erst bis oben hin auf. Oh, jetzt ist das bis zur Hälfte hier aufgefüllt. Jetzt nehme ich mir meine beiden Eier, die ich mir gekocht habe, tue die hier schön hinein. Und jetzt fülle ich das hier drumherum weiter mit meiner Farce auf. So, meine 500 Gramm Hack sind jetzt hier drin in meiner kleinen niedlichen Form. Das passt genau. Ich mache euch mal einen Link unten für diese Form in die Description Box. Und jetzt nehme ich mir einfach mein Bacon und packe den hier so drüber. Versuche den auch mal so ein bisschen an der Seite darunter zu stopfen, damit das halt oben richtig schön belegt ist. So, ich habe das jetzt alles hier schön belegt. Das sieht jetzt natürlich hier tippitoppi aus. Das kommt jetzt in den Backofen. Mein Backofen ist jetzt soweit fertig. Ich habe hier meinen kleinen falschen Hasen. Den tue ich jetzt hier hinein. Und da bleibt er drin für ungefähr eine Stunde. So, jetzt sind fast 50 Minuten um. Und ich nehme den jetzt hier mal raus. So, boah, ist das heiß. Und das sieht so super geil aus. So, und da haben wir ihn schon. Wahnsinn. Ich mache jetzt einfach mal die Form hier auf. Da braucht man nur seitlich das so wegzuklappen. Boah, unten schön der Saft. Richtig schön aufgeschnitten. Hier schön oben Kruste, links und rechts auch Bacon. Hier sieht man schön das Ei. Richtig genial, richtig toll. Ich hoffe, euch hat unser kurzes, knackiges Video mit unserem falschen Hasen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Channel. Macht das Glöckchen an, damit ihr nicht vergesst oder verpasst, wenn das nächste Video von mir rauskommt. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie unten gerne rein. Und ich sage tschüss zu euch, der Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder was Schönes für euch koche. The other way, sun is out.